Die Route zum Zwischenziel ist berechnet. Bitte fahren Sie auf eine digitalisierte Straße. Fahren wir da drüben an diesem Holzgestänge lang und dann geht es da drüben erstmal bergauf. Der Nissan Navara wird in der neuen Generation nur noch mit einem 4-Zylinder-Turbodiesel mit 2,3 Liter Hubraum angeboten. Können wir hier die Kamera nutzen? Na, jetzt so Sachen, wenn wir jetzt ein Stück vorfahren, jetzt sieht man eigentlich schon nicht mehr, wo es lang geht. Da kann man hier ganz gut sehen, okay, alles klar. Und das ist im Gelände doch sehr hilfreich, ne? Dieser leistet 160 bzw. 190 PS und dazu ein Drehmoment von 403 bzw. 450 Newtonmeter ab sehr niedrigen 1500 Umdrehungen. Mit manuellem Getriebe bietet der Navara 6 Vorwärtsgänge, mit Automatik sogar 7 Fahrstufen. Der Navara bietet eine Wattiefe von 600 mm, die wir im weiteren Verlauf des Videos sogar ausreizen. Mach's mal rein, bitte. Drüben geradezu kommen wir jetzt zu einer Abfahrt. Der Navara verfügt über Berganfahrt- und Abfahrtassistenz. Dieser Bergabfahrassistenz hält auch bei starkem Gefälle in der Untersetzung im ersten Gang strikte 4 km/h ein. Als Sicherheitsreserve bremst der Abfahrassistenz auch dann, wenn fälschlicherweise die Kupplung getreten wird. Thank you.
zweite auch noch? Bitte? Nebendran dich, hoffe ich, auch. Nee, das ist dann für größere Fahrzeuge. Na, jetzt sieht man hier. Naja, das ist natürlich klar, ne, dass bei den Verschränkungen auch mal ein Lagerrad in der Luft ist. Dafür ist die Sperre dann recht gut an der Hinterachse. Ne? Schön, wie die Räder halt wirklich Traktion behalten, ne, trotz extremer Bodenwellen. Und das gibt mir im Gelände natürlich Sicherheit. Der Federweg macht es möglich. Durch die Schraubenfeder. Ne. Genau, bei sowas so ein bisschen beherzt reintreten. Ein bisschen noch, damit den See vielleicht. Im Innenraum versprüht der Navara eher sehr angenehm SUV-Crossover-Ambiente als nutzfahrzeugorientiertem Charme. Die Rückenlehnen der zweiten Sitzreihe sind flacher gestellt und bieten damit deutlich mehr Langstreckenkomfort.